Ich bin ein Politiker. Und ich bin eine Bewegerin. Können wir es kurz machen? Ich muss gleich los. Wohin geht's denn? Nach Wolfsburg. Und was machen Sie in Wolfsburg? Aufsichtsrat. Kleiner Nebenjob. Und wie lässt sich das mit Ihrer Arbeit vereinbaren? Ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen. Die Goldene Lobby. Und herzlich willkommen zur Verleihung der Goldenen Lobby live aus Düsseldorf. Ja. Ausgerichtet wird das Ganze von der Partei Demokratie in Bewegung. Und wir beide führen euch heute durch den Abend. Das ist Stefan Job und Nina Türpitz. Unser politisches System krankt. Es liegt mit 40 Grad Fieber im Bett und siecht dahin. Die Krankheit? Lobbyismus. Der Einfluss der Wirtschaft auf die Ministerien und Abgeordnete wirkt wie Gift und verhindert echte Bürgerbeteiligung. Dabei geht die Wirtschaft in der Regel subtil vor. Gesetze werden auf mittlerer Verwaltungsebene, also dort, wo sich nicht einmal die eigenen Mitarbeiter der Ministerien wirklich für interessieren, von Lobbyistinnen geschrieben, kommentiert und bearbeitet. Und weil sich nun wirklich keine Sau dafür interessiert, was und wer da in den Ministerien eigentlich ein- und ausgeht, fällt das Ganze auch niemandem auf. Am Ende stehen wirtschaftsfreundliche Gesetze, die von einigen Grinsekatzen in Ministerposten stolz als Lösung präsentiert werden. Nur leider sind es Lösungen, die vor allem dabei helfen, den Umsatz der Wirtschaft zu steigern. Nun ist das Einbeziehen von ExpertInnen aus der Wirtschaft selbst einmal erstmal nichts Schlechtes. Im Gegenteil, das Problem allerdings ist die Art und Weise, wie das geschieht. Denn es passiert dort, wo kaum jemand es mitbekommt und wo niemand sonst so genau hinsieht. Ohne dass andere Personengruppen beteiligt werden. Durch fehlende Transparenz entsteht so ein Bild, das an alte Mafia-Filme erinnert, in denen in den Hinterzimmern irgendwelcher Pubs schmutzige Deals gezeichnet werden. Das beschädigt massiv das Vertrauen in die Politik. Doch nicht nur die fehlende Transparenz bei Kontakten macht Lobbyismus zu einem Problem. So stehen viele PolitikerInnen bereits während ihres Mandats auf den Gehaltslisten von Unternehmen. So verdiente beispielsweise das Aushilfs-Schwarz-Weiß-Model Lindner von der FDP rund 470.000 Euro in den vergangenen Jahren mit Vorträgen. Auf diese Weise verschaffen sich finanzstarke Unternehmen Zugang zur Politik. Ein weiteres Beispiel? Gern. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Karin Mark von der CDU. Die kennt ihr nicht? Ist nicht so schlimm. Zumindest der Gesundheitslobby ist die ehemalige gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion bekannt. Bereits während ihrer Tätigkeit im Gesundheitsausschuss des Bundestags erhielt sie Geld von der Barmemia Krankenversicherung, in deren Beirat sie saß. Ebenso wie von der amerikanischen Dialysefirma DaVita Medical Group, die sie beriet. Solche kleinen Deals korrumpieren die Politik und haben oft einen Hauch von Korruption. In jedem Fall provozieren sie so Interessenskonflikte. Und genau da setzen wir an. Wir möchten euch das Vertrauen in die Politik zurückgeben. In unserer Demokratie dürfen wir alle 4 Jahre wählen. Aber viele Menschen tun das nicht mehr oder nur noch mit Bauchschmerzen. Sie haben das Gefühl, meine Stimme wird eh nicht gehört. Aber Demokratie lebt von Mitmachen. Wir haben ein System entwickelt, mit dem wir die Demokratie wiederbeleben. Bei Demokratie in Bewegung muss niemand Parteimitglied sein, um mitzubestimmen. Unser Prozess verläuft nach einem klaren Regelwerk. Alle sind eingeladen, Ideen einzubringen, auch per Internet oder Telefon. So entsteht unser Programm. Wie funktioniert das? Jemand hat eine gute Idee. Findet diese Idee genügend Unterstützer, wird sie zu einer sogenannten Programminitiative. Nun beginnt die Diskussion. Die besten Ideen setzen sich durch.
Das heißt aber nicht, dass alles seinen Weg ins Parteiprogramm finden kann. Bei Demokratie in Bewegung gelten Werte, die nicht verhandelbar sind. Wir sind weltoffen, transparent, zukunftsorientiert und gerecht. Ein unabhängiges Gremium stellt sicher, dass keine Programminitiative gegen diese Werte verstößt. Bei uns gibt es keine Abgeordneten, sondern Fürsprecherinnen und Fürsprecher. Sie sind in den Parlamenten an das Programm der Partei gebunden, nicht an deren Führung. Nach 2 Legislaturperioden ist Schluss. So entkoppeln wir persönliche Interessen von der politischen Arbeit. Wir machen Demokratie zum Mitbestimmen. Mitbestimmung ist das Herz von Demokratie in Bewegung, digital wie analog. Politik benötigt Regeln. Der Ethikkodex von DIP ist ein wirksames Mittel, diese einzuführen. Unsere FürsprecherInnen verpflichten sich, ihre Nebeneinkünfte offenzulegen und das Mandat in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit zu stellen. Zudem verpflichten sie sich zu einer 3-jährigen Karenzzeit bis zur Übernahme einer Tätigkeit in der Wirtschaft, die zu einem Interessenskonflikt führen würde. Ein Wechsel vom Verteidigungsministerium zu Rheinmetall ist dabei ebenso ausgeschlossen wie ein Wechsel vom Landwirtschaftsministerium zu Monsanto. Dass ein Ethikkodex für viele PolitikerInnen zum Problem wird, zeigen immer wieder Fälle von persönlicher Bereicherung und Einflussnahme. Ein Politiker, der sich da ganz besonders hervorgetan hat, ist Philipp Amthor. Philipp Amthor ist ein Mann, dem man sein eigentliches Alter nicht ansieht. Zumindest dann nicht, wenn man sein Verhalten betrachtet. Der Bundestagsabgeordnete wirkt oftmals sehr viel älter, als er eigentlich ist, also sehr viel älter. Doch das eigentliche Problem des CDU-Politikers aus Mecklenburg ist nicht sein greisenhaftes Auftreten, sondern sein fehlender moralischer Kompass. Während er zwischen 2019 und 2020 für das auf künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen Augustus Intelligence tätig war, übrigens neben weiteren illustren Namen wie Hans-Georg Maaßen und Karl Theodor zu Guttenberg, vermittelte er mehrfach Kontakte zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem Unternehmen. So gab es mindestens 2 Treffen mit Staatssekretären und eine auf dem offiziellen Briefpapier des Bundestags formulierte Bitte an Wirtschaftsminister Altmaier persönlich. Als dies aufflog, sprach er zunächst davon, er habe keinen Nutzen aus der Aktion für sich gezogen. Später musste er zugeben, doch Aktienoptionen über 250.000 Euro beim Unternehmen zu halten. Zudem war seine damalige Rolle in dem Unternehmen selbst eher undurchsichtig und nebulös. Sein Handeln sorgte für einen Skandal und eine Diskussion über die Grenzen zwischen Korruption und Lobbyismus. Am Ende führte dies zu einem ersten, wenn auch unzureichenden Lobbyregister. Für diesen Verdienst um den Lobbyismus verleihen wir Philipp Amthor die goldene Lobby in der Ehrenkategorie. Philipp Amthor ist Deutschlands vermutlich jüngster Greis. Der CDU-Abgeordnete, der sich gerne im Internet mit Rezo, dem alten Zerstörer, anlegt und auf Veranstaltungen auch gerne mal mit rechtsradikalen Holocaust-Leugnern für Fotos posiert, fiel 2020 vor allem durch seine Lobbyarbeit für Augustus Intelligence auf. Nachdem er beim Bundeswirtschaftsminister um Unterstützung für das Unternehmen warb, wurde nach und nach bekannt, dass er rund 2.800 Aktienoptionen im Wert von 250.000 Euro am Unternehmen hielt. Ebenso ließ er sich mehrere Reisen durch das Unternehmen finanzieren. Sein Agieren führte schlussendlich dazu, dass Deutschland ein, wenn auch unzureichendes, Lobbyregister erhielt. Allgemein. Der Einfluss der Wirtschaft auf die Politik ist enorm. Und doch bekommt man davon in der Regel selten etwas mit. Es gibt allerdings auch PolitikerInnen, die so schamlos für eine Branche oder ein Unternehmen agieren, dass man das nicht mehr mit Inkompetenz abtun kann. Wenn sich das Bundeswirtschaftsministerium in einem im Team produzierten Video neben dem Nestle-Chef stellt und dessen Produkte lobt, das ist bereits sehr viel mehr als Inkompetenz. Wenn der Ministerpräsident von NRW die eigene Polizei als privaten Sicherheitsdienst zur Wahrung von RWE-Interessen in den Hamburger Forst schickt, dann ist das mehr als Inkompetenz. Und wenn Bundestagsabgeordnete für Unternehmen, an denen sie Aktien halten, Lobbyarbeit treiben, dann ist das mehr als Inkompetenz, dann ist das verwerfliches Handeln.
Konzerninteressen bedrohen viele wichtige Themen. Klimaschutz, Mitbestimmung, Digitalisierung. Und die drei PolitikerInnen, die sich hier besonders hervortun, haben wir nominiert. Kandidat Nummer 1, Armin Laschet, CDU. Dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen liegt die deutsche Energieindustrie besonders am Herzen. So sehr, dass er die eigene Landespolizei als Hambacher Schlägertruppe an RWE verleiht. Hey Rezo, du alter Zerstörer. Kandidat Nummer 2, Philipp Amthor, CDU. Wenn Deutschlands vermutlich jüngster Greis nicht gerade ein Video dreht, in dem er Rezo antwortet, dann beschäftigt er sich damit, beim Wirtschaftsminister für Unternehmen zu werben, an denen er selbst Anteile hält. Kandidat Nummer 3, Julia Klöckner, CDU. Hauptberuflich eigentlich Lobbyistin für den Schweizer Konzern Nestlé, arbeitet sie auch als Bundeslandwirtschaftsministerin. Dort agiert sie vor allem gegen ökologische Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Tierwohl. Die nächste Kategorie ist beste Lobbypartei. Schwarze Kassen sind nicht erst seit Helmut Kohl ein Problem, denn nicht nur einzelne PolitikerInnen, auch ganze Parteien lassen sich von der Wirtschaft hofieren. Von irgendwas muss ja so eine Partei auch leben. Die Finanzierung durch den Staat scheint da ja nicht ganz so zu reichen. Immer wieder spenden Unternehmen große Summen an Parteien. Dadurch beeinflussen einzelne Konzerne massiv die politische Agenda in ihrem Sinne. Beispielsweise sind eine Spende der VHB Grundstücksverwaltung an die CDU und Spenden der Daimler AG an die SPD und CDU Beispiel. Im letzten Jahr erhielten die Parteien insgesamt 7,3 Millionen Euro aus Großspenden. Ein verbreitetes Instrument dabei ist das Parteisponsoring. Dabei bezahlen Unternehmen Parteien für bestimmte Dienstleistungen, zum Beispiel für einen Stand auf einem Parteitag. Einkünfte aus Parteisponsoring müssen im Gegensatz zu Parteispenden nicht einzeln in Rechenschaftsberichten aufgeführt werden. Durch private Parteispenden beeinflussen auch einzelne Personen massiv die politische Agenda in ihrem Sinne. Dabei werden Privatspenden oft gestückelt, um die Veröffentlichungspflicht zu umgehen. Mitbestimmung darf keine Frage des Geldes sein. Kandidatin Nummer 1, die CDU. Die Partei, in der schwarze Kassen seit Kohl Tradition haben, fiel in den letzten Jahren vor allem durch krude Maskendeals auf. Eigene Bereicherung statt Leben retten, das ist CDU. Kandidatin Nummer 2, die CSU. Die Partei aus dem Weißwurst-Kalifat hatte so unter diversen Corona-Deals ihrer Mitglieder zu kämpfen, dass sie sich zu einer Ehrenerklärung gezwungen sah, bekanntermaßen ohne nennenswerten Erfolg. Kandidatin Nummer 3, die SPD. Insbesondere Kanzlerkandidat G8 Scholz sieht sich immer wieder unangenehmen Fragen über seine eigene Untätigkeit im Wirecard-Skandal ausgesetzt. Was verschweigt er uns? Kandidatin Nummer 4, die FDP. Dass sich eine Partei, die erst ab einem Jahreseinkommen von 500.000 Euro wählbar ist, gegen weitergehende Lobbyismusregeln sträubt, verwundert nicht. Wieso auch das eigene Einkommen schmälern? Unsere nächste Kategorie, Verkehr. Das Verkehrsministerium ist eine ewige Baustelle in der deutschen Bundesregierung, genau wie die meisten seiner Projekte. Die Leistungen von Andy B. Scheuer haben dazu geführt, dass wir uns gezwungen sahen, eine eigene Kategorie für Verkehr zu erstellen. Ansonsten hätte vermutlich keine andere Person eine Chance auf den Titel größter Lobbyistin gehabt, egal ob digitale Infrastruktur, Maut oder der Ausbau der Bahn. Man kann sich darauf verlassen, wenn das Verkehrsministerium etwas anpackt, dann ist das so, als wenn am anderen Ende zwei Personen loslassen. Nicht umsonst freute man sich in München, den Scheuer-Andi ins 500 Kilometer entfernte Berlin abschieben zu können. Doch zum Glück neigt sich die Amtszeit von Andi B. Scheuer seinem Ende zu. Doch kein Grund zur Sorge, einige hoffnungsvolle Talente im Bereich Verkehr sind nominiert. Kandidat Nummer 1, Andreas Scheuer, CSU.
Der Bundesverkehrsminister fällt vor allem dadurch auf, dass alles, was er anpackt, schief geht. So hat er auch die Reform der Bahn und ihre ausreichende Finanzierung verbockt. Die Autolobby freut es. Kandidat Nummer 2, A. Scheuer, CSU. Der Bundesverkehrsminister fällt vor allem dadurch auf, dass alles, was er anpackt, schief geht. Alleine 560 Millionen Euro Steuergeld verschwendete er bei der PKW-Maut, weil er Verträge unterschrieb, bevor die Maut gerichtsfest war. Kandidat Nummer 3, Andi Scheuer, CSU. Der Bundesverkehrsminister fällt vor allem dadurch auf, dass alles, was er anpackt, schief geht. So auch sein Vorgehen im Dieselskandal. Von der Industrie getrieben, mussten amerikanische Gerichte aufräumen, was er verbockt hat. Die Autolobby freut es. Der Wechsel von der Politik in die Wirtschaft ist lang. So wechselten mit Sigmar Gabriel zur Deutschen Bank, Ronald Pofalla und Christian Schmidt zur Deutschen Bahn, Daniel Bahr zur Allianz Versicherung, Brigitte Zypries zur Bombardier, Barbara Hendricks zur Messe Berlin GmbH, Thomas de Maizière zur Telekom, Hermann Gröhe zur Ecclesia Holding und Dirk Niebel sowie Franz Josef Jung zu Rheinmetall gleich 10 ehemalige BundesministerInnen in den letzten Jahren direkt in die Wirtschaft. Zudem mit Thorsten Albich, Deutsche Post, DHL, und Hannelore Kraft, RAG, 2 ehemalige Ministerpräsidentinnen. Auf der Ebene der StaatssekretärInnen vervielfacht sich diese Anzahl noch einmal. Dabei haben insbesondere Wechsel wie der des ehemaligen Verteidigungsminister Jung zum Rüstungskonzern Rheinmetall oder NRW-Ministerpräsidentin Kraft zur RAG einen sehr faden Beigeschmack. Wenn so ein Verteidigungsminister direkt zu einem Rüstungskonzern wechselt, dann kann man sich schon mal die Frage stellen, ob da vorher alles so mit rechten Dingen abgelaufen ist. 3 aktuelle Seitenwechsler haben wir für euch nominiert. Kandidat Nummer 1, Sigmar Gabriel, SPD. Der ehemalige Außenminister und das Schwergewicht der Sozialdemokratie hatte sich mittlerweile im Aufsichtsrat von Siemens Energy und der Deutschen Bank bequem gemacht, wo er sein politisches Kontaktbuch munter versilbert. Kandidat Nummer 2, Ronald Pofalla, CDU. Der Wechsel des damaligen Kanzleramtsministers zur Deutschen Bahn rief massive Kritik hervor. Dort war er unter anderem für das Projekt Stuttgart 21 verantwortlich, dessen Fortführung er zuvor als Minister durchgesetzt hatte. Kandidat Nummer 3, Hermann Gröhe, CDU. Der vermutlich den meisten ZuschauerInnen unbekannte ehemalige Gesundheitsminister ist dafür in der Wirtschaft sehr bekannt. Dort sitzt er mittlerweile im Aufsichtsrat von Ecclesia, einer Versicherungsgesellschaft. Kommen wir nun zu unserer letzten Kategorie, bester Corona-Deal. Die Corona-Pandemie trifft uns alle. Sie nimmt uns psychisch, finanziell, körperlich und sozial mit. Es gibt so gut wie niemanden in Deutschland, der keine Erfahrung damit gemacht hat. Von ein paar realitätsverleugnenden QuerdenkerInnen mal abgesehen. Doch einige Minister und Abgeordnete sehen diese Situation, in der Leben und Gesellschaft gleichermaßen bedroht sind, vor allem als eins: Gelegenheit. Eine Gelegenheit, sich selbst die Taschen voll zu machen, indem sie Engpässe auf dem Markt ausnutzen. Eine Gelegenheit, Konzerninteressenten über Menschenleben zu stellen. Es wurden Masken vermittelt, gegen eine Provision, versteht sich. Studien wurden finanziert und beworben. Es entstand mehr als einmal der Eindruck, als glaube die Politik, Corona würde an den Werkstoren und Bürotüren stoppen. Kandidat Nummer 1, Armin Laschet, CDU. Der Ministerpräsident von NRW ließ die von der Wirtschaft gestützte Heinsberg-Studie zu Corona anfertigen, um damit eine menschenverachtende Politik der Öffnung zu untermauern. Konzerninteressen über Menschenleben, Armin Laschet. Kandidat Nummer 2, Georg Nüßlein, CSU. Der Bundestagsabgeordnete verdiente mit der Vermittlung von Masken an verschiedene deutsche Ministerien, verschiedenen Berichten zufolge Millionen. Eiskalte Bereicherung auf Kosten der Gesundheit der Bürger. Kandidat Nummer 3, Jens Spahn, CDU.
Der Bundesgesundheitsminister nahm im Oktober 2020 an einer für ihn veranstalteten Spendenparty teil, die seinen Wahlkampf finanzieren sollte, obwohl er tags zuvor positiv getestet worden ist. Superspreader im Ministeramt. So, das waren sie, unsere Kategorien. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt ihr. Ihr dürft jetzt abstimmen. Ihr dürft in jeder Kategorie jemanden wählen, den ihr meint, das ist unsere größte Lobbyistin. Wie das genau läuft, seht ihr gleich in einem Video. Dann habt ihr 10 Minuten Zeit, eure Stimme abzugeben. Klickt euch ein bisschen durch und entscheidet, wer ist es. Genau, euer Lieblingslobbyist. Jetzt ist eure Stimme gefragt. Wir haben nur diesen einen Planeten. Wir müssen jetzt handeln. Als neuer Minister für Integration und Inklusion würde ich für Mitbestimmung, für Selbstbestimmung, dass jeder Einzelne sagen kann, was er möchte, was seine Wünsche sind. Für den Satz des Pythagoras brauchen wir ein rechtwinkliges Dreieck und ich freue mich, Sie zum heutigen Bildungsausschuss begrüßen zu dürfen. Wir alle interessieren uns für Politik und alle können wir durch unsere Erfahrungen den politischen Diskurs bereichern. Demokratie in Bewegung gibt auch dir die Möglichkeit, mit deinen Ideen aktiv Politik zu machen. Für eine gute Politik braucht es Meinungsvielfalt. Politik anders machen. Am 26. September DIP wählen. Ich bin ein Politiker. Und ich bin eine Bewegerin. Wie, du bist eine Bewegerin? So nennen wir uns bei Demokratie in Bewegung. Wir bringen uns in die Parteiarbeit ein und bewegen die Politik. Auf demokratische Weise. Wir sind auch demokratisch, schon lange. Und es ist ganz einfach, sich bei uns einzubringen. Ich musste nur einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Als ich das Überweisungsformular ausgefüllt und bei unserer Kreissparkasse abgegeben habe, bekam ich unser Parteibuch. Schon nach 3 Wochen habe ich den Stammtisch gefunden und nach 5 Wochen habe ich entdeckt, dass beim Hoffest des Ortsverbands jemand zum Würstchenwenden gesucht wird. Ich habe mich beworben, konnte mich beim 2. Hoffest gegen 23 Mitglieder durchsetzen und jetzt bin ich mit dem Ortsvorsitzenden per Du. Und er erzählt mir, was unser Kreisabgeordneter in der Bundestagscafeteria so alles mitbekommt. Ich habe gerade meine erste Initiative erfolgreich eingebracht. Jetzt ist sie im Wahlprogramm. Dann sind Sie aber schon lange Mitglied gewesen, oder? Mitglied? Thank you.
Das BGE an sich ist ein großes Thema und wird viel darüber geredet, aber was ist eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen? Das Grundeinkommen soll als ein universelles soziales Menschenrecht festgelegt werden, welches aber durch das politische Gemeinwesen gewährleistet wird. Und das Netzwerk Grundeinkommen hat hier 4 Kriterien festgelegt, denen wir uns auch anschließen. Und zwar ist es Existenz- und Teilhabesicherung, dann individueller Rechtsanspruch für alle Menschen, keine Bedürftigkeitsprüfung und kein Zwang zur Arbeit oder sonstige Gegenleistung. Und für uns ist aber auch die konsequente Umsetzung des Artikel 14 im Grundgesetz, Absatz 1 und 2, der besagt, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet, Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt und Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Ja? Okay, das habe jetzt selbst ich verstanden. Sehr cool. Aber wofür brauchen wir dann eigentlich das Grundeinkommen? Weil das Geld aus dem gesamtwirtschaftlichen Erfolg sehr ungleich verteilt ist im Moment. Und man muss das BGE als eine Mindestteilhabe an diesem Erfolg der Gesellschaft sehen. Denn wenn man mal überlegt, ohne das Zutun der Leistung von den Bürger und Bürgerinnen, gäbe es diesen Erfolg überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Und wenn man dann noch das Ehrenamt mit dazu denkt, was wir ja neben der Erwerbsarbeit auch noch leisten, dann ist das im Grunde genommen eine Anerkennung des gemeinsam erwirtschafteten Erfolgs. Und es drückt im Grunde genommen aus, jeder ist Teil dieser Gemeinschaft und die Gemeinschaft steht zu jedem Bürger und zu jeder Bürgerin. Okay, aber wenn ich jetzt ein Grundeinkommen bekäme, warum sollte ich dann noch arbeiten gehen? Ja, das wird oft gefragt und es ist aber so, jeder Mensch will eigentlich tätig sein. Wir werden nicht als Faulenzer geboren. Ja, stimmt, ja. Und das bedingungslose Grundeinkommen kann ja auch nur gezahlt werden, wenn ein wirtschaftlicher Erfolg vorhanden ist. Also wenn jetzt alle sich in die Hängematte legen würden, dann würde das auch nicht mehr funktionieren. Stimmt, ja. Und die Menschen werden aber weiterhin arbeiten. Denn sie arbeiten nicht nur für sich, oder für, sie arbeiten ja nicht für irgendjemand anderes, sondern für sich und aber auch für alle. Das ist dieser Gemeinschaftsgedanke. Und das Gefühl, dass ich jetzt einfach für jemand anderes arbeite, das entfällt. Ja? Und es entsteht im Grunde genommen ein Wandel, und zwar weg vom heute oft erlebten Zwang, arbeiten gehen zu müssen. Hin zu dem freiwilligen Erarbeiten der notwendigen Güter und Dienstleistungen, damit überhaupt unsere Gemeinschaft funktionieren kann. Und da sind wir ja auch alle dran interessiert. Ja. Es gewährt über die Teilhabesicherung auch nur eine Existenzgrundlage des BGE. Das heißt, ich habe einen gewissen Lebensstandard und um den aufrechtzuerhalten, werde ich natürlich weiterhin einer Erwerbsarbeit nachgehen. Ja, ja, macht Sinn. Also ja. Wenn man so guckt, wie viel Marken oder Kleidung getragen wird oder was uns eigentlich wichtig geworden ist. Oder wenn ich meinen Urlaub will zum Beispiel. Oder wenn man eine schöne Reise machen will, da reicht dann natürlich ein BGE nicht. Ja. Also wir wollen ja unseren Lebensstandard auch in einer gewissen Weise weiterleben. Aber wir wollen aber auch eine gewisse Absicherung, damit wir nicht immer die Angst haben und sich unsere Gedanken alle immer nur um
diesen Euro drehen, den ich dreimal umdrehen muss. Und die Arbeiten, ja, die jetzt zum Beispiel niemand gern macht, ja, kommt auch oft, dass es heißt, die macht dann niemand mehr. Die müssten dann halt entweder attraktiver gestaltet werden oder sie müssten halt besser bezahlt werden. Ja, stimmt. Ja. Das ist einfach dann eine Veränderung in diesem. Dann dreht sich alles ein bisschen ins, meiner Meinung nach, sogar vernünftigere, so ein bisschen. Ja. Warum halten das so viele Leute auch noch für eine Utopie? Weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben und auch sehr davon geprägt sind und den Wert eines Menschen eigentlich an seiner Leistung messen. Und uns deswegen ein Stück weit die Vorstellungskraft fehlt, mit dem Hintergedanken, wo dann geht ja keiner mehr arbeiten. Also das sind diese zwei Komponenten, die uns dazu im Kopf dann einfach veranlassen, ein großes Fragezeichen dahinter zu machen. Tada! Es ist vollbracht. Ihr habt abgestimmt und wir wissen noch nicht, wer die Gewinnerinnen sind. Wir sind auch sehr gespannt. Ich hoffe, ihr habt gut abgestimmt, aber da gehe ich von aus, weil ihr habt Ahnung von Politik und das werden wir jetzt auch sehen. Der erste Preis, das ist halt bester Lobbyist allgemein und ich bin echt gespannt, wen gewonnen hat. Wir wissen selbst nicht, wir werden jetzt den Umschlag kriegen. Super. Und dann schauen wir mal. So, das ist erstmal dieser herrliche, wunderschöne Preis, den wir heute verleihen. Da ist er. Die goldene Lobby. Es ist Falschgeld, falls es jemand negativ auffällt. Es ist nicht echt. Und jetzt kommt der Umschlag, Stefan. Ah, da. So, in der Kategorie bester Lobbyist, beste Lobbyistin hat gewonnen Julia Klöckner. Yeah. Verdient. Absolut verdient. Absolut verdient für ihre, ja, für ihre Nestle-Geschichten und ähnliches. Ist ja nicht nur das. Sie fällt ja immer wieder auf. Und das, was ich über sie höre, ich denke mir nur, warum ist die Frau eigentlich noch in ihrem Amt? In allen anderen Ländern wäre sie erschossen worden. Gut, jetzt hat sie einen Preis bekommen, immerhin. Das ist jetzt ja wenigstens etwas, was sie mit dem Leben schon mal passiert. Dann soll sie in Ruhestand gehen und den Preis mitnehmen. Den soll sie auf jeden Fall in Ehren bewahren. So, den gebe ich jetzt einfach wieder hier rüber. Der wird an Julia Klöckner weitergeleitet. Ja. Und weiter geht es sofort mit der besten Lobbypartei. Wir sind so gespannt. Oh, ich kann es gar nicht sagen, es könnte alles sein. Es könnte wirklich, da ist er wieder, der Preis. Ja, es könnte wirklich jede übergeben. Partei sein, da ist man wirklich, wissen wir gar nichts jetzt. Nein, ne? Nein. So, Kategorie, Parteien allgemein. Und der Preis geht, ich hätte es nie gedacht, an die CDU. Hey. Hätte man gar nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Toll, CDU, klasse gemacht. Wow. Weil ich meine, wer soll den sonst kriegen? Ne? CDU ist wirklich Ich hätte dann noch die Preis. CSU, hätte ich ja, da noch im Hinterkopf die gehabt. Aber gut, Preis aufteilen das, sollen. Das war wirklich ganz, ganz, ganz knapp zwischen den beiden, aber die CDU hat es gemacht. Liebe CDU, hat das Rennen gemacht. Ja, liebe CDU, hier ist euer Preis. Ich weiß nicht, wen ihr schickt. Schickt irgendwen, den entgegennehmen. Ah, und jetzt kommt die wichtigsten Preise haben wir hinter meine uns. Lieblingskategorie, Verkehr. Da war es jetzt ja, schwierig oder auch nicht ganz so schwierig. Schauen wir mal, welcher Scheuer es denn geworden ist, nicht wahr? Ich gebe dir schon mal
Tada! So ein bisschen wissen wir ja schon, aber wir wissen nicht genau, welcher Kategorie. Bester Verkehrslobbyist Andreas Scheuer. Ach, also der ganz, echt? Ja, ehrlich, Andreas Scheuer ist der klassische Scheuer. Der klassische Scheuer. Also er hat es wirklich auch verdient. Ich meine, haben wir jemals so einen schlechten Verkehrsminister gehabt? Ich glaube, nein. Also, der muss langsam mal weg und das wird auch echt Zeit. Vielleicht kann mit dem Preis. Mit dem Preis zusammen. Vielleicht kann er sich auf diesen Preis draufsetzen und damit einfach zurück nach München düsen. Andreas Scheuer, herzlichen Glückwunsch. Keine Hoffnung machen, der Preis kann nicht fliegen, aber er zeichnet ihn einfach extrem absolut aus. Das kann er. So. So, nächste Kategorie ist natürlich der beste Seitenwechsel. Und auch da sind wir sehr, sehr gespannt. Einmal der Preis. Du nimmst den Preis einmal, ne? Ich nehme den Preis. Ich bin so aufgeregt, ich kann gar nicht. Echt, bei dem Seitenwechsel? Ja, beim Seitenwechsel bin ich jetzt besonders aufgeregt. Wer den macht, das ist natürlich jetzt eine Person, wahrscheinlich. Eine das hätte ich mir, da habe ich ein bisschen gehofft, dass das gehofft? So ist. Gehofft? Okay, jetzt kommt's. Ich will nicht länger auf die Folter spannen, es ist Sigmar Gabriel. Sigmar. Er hat es gemacht. Ganz knapp, aber er hat es gemacht. Sigmar, an dich. Auf jeden Fall. Ne? Ich meine also... Tolle Leistung. Als Sozi, obwohl so ein richtiger Sozi warst du, glaube genau, ich, nie. Genau, als Sozi sogar. Ne? Also das ist schon, ja, das ist schon eine Leistung. Ja, der Seitenwechsel eines Sozis, der kann dann auch mal zur CDU gehen, ne? Oder eben, was du gemacht hast, und das ist auch ganz schlimm. Sigmar, in der nächsten Regierung hast du bitte keinen Platz mehr. Danke. Last but not least. Ja, der beste Corona-Deal. Da bin ich aber auch sehr gespannt, weil da haben wir aktuelles Thema auch. Aktuelles, ne? Thema. Einige haben sich da wirklich nicht mit Ruhm bekleckert und ja, bin gespannt. Ich denke, da könnte man. Vielleicht geht es danach, wer das meiste Geld gemacht hat. Gucken wir mal, was die Leute sagen. Könnte auch knapp werden, ne? Einmal der Preis und für dich der Umschlag. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich habe ja einen Favoriten. Ich habe auch einen Favoriten. Ah! Okay. Es ist Georg Nüsslein. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ich hätte ja vielleicht doch, ja, aber Jens Spahn war auch nicht so schlecht, ja, ne? Aber Nüsslein, ich meine wahrscheinlich alleine wegen des Namens. Ich glaube, Jens, ne? Spahn war ein bisschen zu bemüht. Meinst du? Ich glaube, Nüssi hat dann schon mehr, noch mal mehr so. Aber er hat ihn verdient, ne? So. Er hat ihn verdient. Auf jeden Fall. Und Georg, dein Preis, viel Spaß damit. Kannst stolz auf dich sein. Nicht. Nicht, genau. Ja, okay. Vielen, vielen Dank, dass ihr abgestimmt habt. Das war echt super. 127 Stimmen hat es gegeben. Das war echt toll. Also wirklich super habt ihr abgestimmt. Und einige Sachen waren natürlich klar. Also damit haben wir auch gerechnet. Und andere Sachen wieder überraschend, wie das mit Sigmar Gabriel. Zum Beispiel. Ne? Man weiß ja nie. Aber eben die Kompetenz sitzt da draußen und hat halt abgestimmt, wer die Lobby bekommt. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet ein bisschen was an Informationen dazu gewinnen, die euch vielleicht bei der nächsten Bundestagswahl auch begleiten. Genau. Und bei dieser Bundestagswahl kann man ja nochmal darauf hinweisen, wenn ihr die Möglichkeit habt, also in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz oder in Mecklenburg-Vorpommern, wählt DIP. Woanders, wo es einfach nicht geht, ja, also in euren Ländern, wo es nicht geht, denkt wirklich gut nach, wen ihr wählt. Weil ihr habt ja gemerkt, welche Parteien definitiv nicht gehen. Ja? Macht euch Gedanken, denkt an die Zukunft, denkt an eure Kinder, an wen ihr immer habt, und überlegt, wo ihr eure Stimme macht und geht auf jeden Fall wählen. Das ist ganz wichtig. Genau. Sonst geht die Stimme an eine Partei. Ihr wisst, welche ich meine, und das wollen wir alle nicht. Richtig. Geht wählen. Geht wählen. Eins noch, das war unser erster Livestream, den wir bisher gemacht haben, und es gab noch ein paar Probleme, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und ihr könnt euch das ja in Ruhe auch nochmal angucken und ja, dann überlegen, war das wirklich so, beeinflusst das meine Wahl? Ich hoffe ja. Dann habt ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit eurer Partei, die ihr dann wählen werdet. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.